So, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und das heißt TSG Hoffenheim. Wo der Gegner TSG Hoffenheim heißt, aber ich weiß nicht, ob es. Ja, doch, es geht schon weiter mit der. Atletico möchte Alario kaufen. So, 55 Millionen, dann könnte er ihn haben. Ich hätte doch Kalajdzic da vorne drin als Alternative. So, da sind noch ein paar Angebote reingekommen. So, Transferangebote für Savic. Freigabesumme 15 Millionen für Fenerbahce. Super, das ist gut. Ich habe den nämlich gerade mal für 10 bekommen. Das heißt, dann habe ich einen Spieler weg, den ich nie mehr brauche. Mal gucken, was jetzt auch passiert. Transferangebot für Zentner. Wer möchte denn Almeria? Vergiss es. Da brauche ich gar nicht reinzugucken. So, wie gesagt, nächster Gegner TSG 1899 Hoffenheim ist der nächste Gegner. Dauert jetzt einen kleinen Moment, jetzt geht's los. Okay. Er wird heute im Fokus stehen, denn er will angeblich weg, steht aber heute dennoch in der Startelf. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo, liebe Fußballzuschauer, wir melden uns aus der Pre-Zero Arena, wo es aktuell regnet. Aber ich glaube, die Bedingungen sind dennoch hier ziemlich gut. Am Mikrofon auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. 1899 Hoffenheim gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Hier haben wir die Aufstellung der TSG 1899 Hoffenheim. Kurz noch zur Formation. Sieht nach einem 3-5-2 bei Ihnen aus. Ganz genau. Sie versuchen es hinten also nur mit einer Dreierkette. Aber bei Bedarf rücken natürlich die Mittelfeldspieler zurück. Ja, mal gucken, wie unsere Truppe da heute reagiert. Letzte Saison hier den Meistertitel klar gemacht. Hier wollen wir auf jeden Fall den zweiten Saisonsieg. Von dem zweiten Spieler direkt mal zeigen, mit uns ist zu rechnen. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. So, mal gucken, was heute noch passiert. Es kann losgehen. Anstoß Hoffenheim. Also, letzte Saison lagen wir relativ schnell die Zeit da mit 2 zu 0 hinten. Und haben Sie jetzt Platz. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Die Hereingabe kann gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und dann sind unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Gab es dann am Ende doch noch Robert Koch. Die Tore.
Semiranchu. Das könnte was werden. Oh, Hoffenheim mit der Ball ist jetzt wieder. Schalke mal versucht. Und er schießt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Ja. Heute wird er hier sein erstes Spiel absolvieren, Bouchier. Und er ist ja ein Spieler, von dem hier durchaus eine Menge erwartet. So, jetzt Marco Richter. Schöner Doppelpass, Richter. Abgefälscht, Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Kann erst mal und der Keeper hat das Ding. Gibt übrigens nicht Ecke, sondern es gibt einen Wurf. Nein, gibt es auch nicht, weil die Hoffenheimer mit weiterspielen, wäre die Schalke. War richtig zufrieden mit dem kürzlichen Heimsieg. Also, das könnte die Gelegenheit geben. Sehr gut. Neuer! Und es gibt Ecke für die Hoffenheimer auf der anderen Seite. Ecke in den Strafraum. Sicher gehalten, die Hoffenheimer. Das war dann auch keine Herausforderung. Ah, kam nicht an. Viel zu schwach, unpräzise. Irgendwelche Probleme zu machen. Diadier Samaseku. Neues Key. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Ja, und was gibt der Schiedsrichter Savic? Gar nichts, gar nichts. Es gibt Freischuss für Hoffenheim, rund 20 Meter Zentralmotor. Das kann ganz, ganz gefährlich ausgehen. Super. Und es ist Gott sei Dank, nichts passiert. Ach, leck mich doch. Dennis Geiger. Also Hoffenheim macht es den Schalkern aber auch nicht, nicht einfach. Lazza. Paulinho. Ja, und der Ball kommt nicht durch. Hoffenheim war in den letzten Minuten eindeutig überlegen, was die Ballbesitzquote angeht. Und ich glaube, bei den Chancen, die sich die Mannschaft ja auch erarbeitet, ist das Führungstor. Ja. Und die Flanke hat er. Also ich möchte heute nicht in der Haut des Spielers stecken. Oh, mit viel, viel Glück, dass der da durchkommt. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Das gibt einen Einwurf. Hab dich. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Hm. Kann er was draus machen? Schöner Steilpass. Skuff. Jetzt hier reingabe an den kurzen Posten. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da oben, der fordert den Ball. Ja, und dann gibt's die nächste Grätsche. Lazza. Gibt gelb und das ist verdient. Ich komme überhaupt nicht ins Spiel momentan. Dann war's das für ihn. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Neuer. An den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Sehr gut. So, Ecke ist weg. Ecke ist geklärt. Gibt Einwurf erneut für die Hoffenheimer. Das gibt jetzt Abstoß. Ich komme überhaupt nicht in diese Situation gerade. Arnold. Lucas Alario. Und Alario abgekocht. Der kommt da überhaupt nicht momentan in den. Eine Minute geht oben drauf. Da, schöner Ball, schöner Lupfer. Und Neuer steht einfach nur mal Gold richtig. So, damit ist Pause. 0 zu 0. Na dann. Halbzeit Nummer 2 läuft. Da ist Platz auf dem Flügel.
Das ist doch kein Elfmeter, Schiedsrichter. Tut mir leid. Das ist doch klar. Nein. Das ist Ball gespielt. Also für mich ist das nichts anderes als Ball gespielt. Ja, klar. Also Neuer kann Elfmeter halten. Das hat er schon mehrmals bewiesen. Und das macht er auch diesmal nicht. 1-0 Hoffenheim. Verdient. Mäuschen. Und hier zeigt er keine Nervenpuppung. Absolut abgeklärt, gut geschossen. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Baku. Ja, da ist aber auch keiner, der mitgehen wird. Jetzt vielleicht die Flanke. Und da verlieren sie den Ball. Baku, aber so schlecht weggespielt. Diadie Samaseku. Sevilla hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Es ist ein Wunschspieler geworden. Ein Mann, über dessen Wechsel man sich im Club unheimlich freut. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist richtig. Ja, De Rosun, ein Tor. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. 57. Minute, der Ausgleich. Richtig. Ihre eine Chance. Eine super Aktion. Tor Nummer 1 für ihn. So, jetzt wird Coutinho kommen. Für Latza. Ja, gelb vorbelastet, klar. Jetzt kommt die Auswechslung. Er muss runter. Also, Ausgleichstor, wie sagt der Rosen? Da verlieren sie den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da hat er nur noch den Tor. Oh, da hat Paulinho Glück, dass er den kriegt und den passt. 62. Die Schalter drehen ein Spiel, was eigentlich so komplett aus dem Rand gelaufen war. Hier mit ein bisschen Glück, dass er doch noch durchkommt. Alario mit der Vorlage. Und dann ist es das Tor. Jetzt geht Alario runter. Man bringt jetzt mit Kalajdzic in den Kopfball wieder. Und vielleicht ist es doch schon die Zukunft. Genau so ist es, Coutinho. Eine Auswechslung bei den Gastgebern. Ah, Tuffel, so schnell, Ballverlust. Und das ist die nächste gelbe Karte für Malik Chau. Das ist die zweite, also nicht heute, sondern insgesamt sagen wir HSV schon gelb. Und jetzt wird dann nochmal gelb. Schön gelöst da. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Gute Aktion. Gut gelöst da. Da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pip bleibt. Die Rose und der Torschütze zum Ausgleich. Das sieht gut aus. Jetzt. Und das ist Sascha Kalajdzic. Und genau deswegen ist er eingewechselt worden. 3-1 für die Gäste. Schaut uns noch mal die Entstehung des Tores an. Ja, da hat der Hoffenheim sich ganz, ganz böse verschätzt da hinten drin.
also 3 zu 1. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Diadier Sanaseku. Ah, Glück gehabt. Und dann machen es die Hoffenheimer selber. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Als wäre das 4-1 gewesen. Von Paulinho, aber ein bisschen zu spät gecheckt, dass er. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Das 4-1 wird zurückgepfiffen, ja, ja. Das ist auch richtig, die Abseits. Ja, Abseitssituation. Jetzt haben wir Paulinho, die gleiche Situation wie schon vorher. Diesmal verhindert aber der Keeper das 1 zu 4. Jetzt kommt hier der Wechsel. Ecke kommt. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Eieiei, Sascha Kalajdzic richtig, das mit dem Tor. Ja, man hätte zumindest dann einen Stürmer als Ersatz. Sollte Alario den Verein für viel Geld verlassen. Steht noch was von 60 Millionen im Raum. Es muss natürlich Abschluss geben. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Yusuf Yassigi. Ja, er will den Ball. Man merkt, er ist unzufrieden. Gutes Taking. So, vielleicht die Schalker nochmal. Nee. Das könnte die Chance werden. Er holt sich vorne den Ball. Und holt ihn zweimal. Diadier Sanaseku. Oh, das könnte was werden. Schön. Hab dich. Das war eine vielversprechende Aktion. Da ist er auch. Und wieder die Hoffenheimer mit der. Und klasse durchgesetzt. Vielleicht der Abschlusstreffer. Und dann war es das. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er hat heute sein Tor gemacht, hat dann am Ende auch den Sieg eingefahren. Das ist Grund zur Freude, keine Frage. Jo, dann ist das Spiel durch. Man gewinnt auch das zweite Spiel nach Rückstand mit 3-1. Gleiche Situation, gleicher Verlauf. Wir gehen in den HSV. Eigentlich war dieses Spiel komplett aus der Hand gelaufen, aber ich nehme es mit. So, dann mache ich mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter in der Liga.